Also ich bin der Kuno Lohner. Ich bin im Spiegel oben aufgewachsen und bin so ab 14, 15 Wochenende für Wochenende mit dem Ciao oben runtergeprätscht und hier schauen, was läuft. So, ja. Am Anfang musst du einfach dazugehören und das Motto ist nicht auffallen, nicht abfallen, möglichst so ein bisschen schauen, wie machen es die anderen. Aber dann lernst du natürlich Leute kennen, zum Beispiel der Cousin, unser Gitarrist von Zürich. Weißt, wir sind seit 36 Jahren oder so sind wir zusammen in einer Band, aber wir haben uns dort lernen kennen und der hat dann so lange Haare gehabt. Und dann so mit einem Bart noch und es sah verdammt geil aus, ein besticktes Gilet. Und dann war das eben der Cousin und jetzt sind wir immer noch zusammen Musik machen. Also es hat sicher auch sein Gute gehabt, der Cousin. Es war schon ein Fixpunkt gewesen, eigentlich ein wichtiger für mich, wenn ich jetzt so zurückschaue.